Seit wann hat Twitch eingeführt, dass wenn in Live reinkommt, die vorigen Nachrichten auch lesen kann? Ey, das geht? Stimmt, das ist echt komisch. Ist das neu? Was, das geht? Das ist neu, das sollte eigentlich nicht so sein. Eben, das hatte 20 ich nämlich... Münzen! Es ist immer so lustig, wenn man nicht weiß, dass Toda nebendran Mario Party spielt, dann fragt man sich, was er da eigentlich redet, der arme Mann. Das ist irgendwie so Tourette-Syndrom. Weil so ganz plötzlich zwischendrin 20 Münzen! Das war ein Betrug, dieses Spiel. Ich glaube, Toda möchte doch nicht mehr Mario Party spielen. Ey, das glaubst du nicht, was gerade passiert ist. Ich komme hier zu Bowser und dann nimmt mir von 23 Münzen 20 Münzen weg. Ey, ich habe eine tolle Kette gekriegt. Was ja, soll das? Aber Bowser hat noch viel größere A-Moves gemacht. Aber was soll denn das? Der nimmt dir doch nicht 90% deiner Münzen weg. Ich habe eine tolle Kette. Manchmal so 20-30% weg, aber doch nicht 90. Der ist doch komplett gestört. Jetzt muss ich mit Gobby zusammenarbeiten. Nee, ich werde gar nicht zusammenarbeiten. Du kannst lieber. Toda, ich habe eine tolle Mütze. Oh, wie süß ist die denn? Ich weiß schon, mit A, was soll ich drücken? Das hört ja auch von Switch sein, ne? Muss ich A gedrückt halten? Ich muss A spammen, okay, ich muss A spammen, verständlich. Okay, warte mal, ich habe langsam irgendwie das Gefühl, ich komme mit den Aufgaben nicht weiter. Verunstaltetes Schild in der Nähe. Oh, das könnte ich mal machen hier. Nähe der Eingänge zur friedlichen Wiese. Da könnte ich jetzt mal weiter gucken. Warte, dann teleportiere ich mich dahin. So, hier ist die friedliche Wiese. Nähe der Eingänge. Also das heißt irgendwo hier. Rechts, links, daneben oder irgendwie sowas. Ist seit ein paar Tagen mit den Nachrichten. Okay, das ist tatsächlich eine richtig geile Neuerung. Das haben sie dann gut gemacht. Twitch, das habt ihr echt gut gemacht. Das ist echt geil. Das hat mich irgendwie meistens gestört. Manchmal musste ich neu laden und dann war der ganze Chat weg. Ja, das ist echt ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, wenn Leute reinkommen in den Stream, dann und irgendwie, keine Ahnung, und schon jemand hat schon jemand etwas länger nicht geschrieben oder sowas, dass du dann halt einfach nicht weißt, wer schon da ist, weißt du? Aber das will ich jetzt austesten. Ich will deinen Streamer in einem neuen Tab. Ich will sagen, ich will sehen, ob ich den Chat sehe. Ja, tatsächlich, der Chat ist da, krass. Wenn du das liest, dauert es, bis ich das höre. Wenn du das liest, also wegen dem Delay. Was ist das jetzt für eine Aussage hier? Achso, sie hat geschrieben, Twitch auf der Switch hängt sehr hinterher. Ach so. Ich habe tatsächlich noch nie so wirklich ausprobiert, Twitch auf Switch zu schauen. Ich habe es, glaube ich, nur mal getestet, aber so richtig intensiv benutzt. Ich weiß nicht, läuft es wirklich nicht so gut? Das könnte auch so ein richtiger Zungenbrecher sein. Twitch auf der Switch, Twitch auf der Switch. Oh, das ist echt schwierig. Oh, was ist das? Das ist... Das ist Pepper. Das ist ein Teil von dem, was wir brauchen, um die Schilder zu reparieren. Sieh mir zu, wenn ich ein paar davon an einer Werkbank repariere, dann kannst du versuchen, selbst eins zu reparieren. Okay, dann wird Stitch gut im Reparieren und Zerstören sein. Oh Gott, stell zwei Donut-Schilder auf einer Werkbank her. Oh, das ist so süß. Aber Wally ist fast ein bisschen süßer, finde ich. Oder ziehe ich mir jetzt den Unmut von euch zu, wenn ich sage, Wally ist süßer als Stitch? Meine Autokorrektur macht aus Twitch immer Switch. Das heißt, bei Autokorrektur wird das Wort Switch befürwortet im Gegensatz zu dem Wort Twitch. Oh, da würde ich mich aber an Amazons Stelle ein bisschen beschweren. Nintendo hat da wirklich Gelder springen lassen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das kommt darauf an, dass sie das Wort vielleicht Switch sehr oft schreibt und deswegen das Programm denkt, ah, du willst das schreiben, hast dich nur vertippt, hier kein Ding. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist eher das Ding. Hier sind die Schilder, die ich repariert habe. Kann Stitch jetzt Schild reparieren? Ja, das kannst du bestimmt. Kubaya! Seid einfach... Bowser mit, ne? Was? Nichts, alles gut. Das macht ja gar keinen Sinn. Spyro, schönen Abend wünsche ich dir noch. Sei einfach vorsichtig, okay? Kaka. Alter. Okay, das war echt ein hässliches Bild von Donald, aber das finde ich wieder sehr, sehr positiv. Weil Donald hat es nicht anders verdient. Der muss auch mal wirklich die Grenzen gezeigt werden. Der regt sich immer so schnell über alles auf. Ich finde, der sollte wirklich auch mal ein bisschen sein Bild vor Augen bekommen, wie es aussieht, wenn er sich aufregt. Ich finde das eigentlich ganz gut. Geil, ne? Seit wann gibt es Twitch für Switch? tatsächlich gibt es das schon eine ganze Weile, also mindestens ein Jahr schon. Ja, ich glaube, ein Jahr kommt hin.
Mensch, Tobi, du bist so schlecht, du hast dich im Übungsmodus abkillen lassen. Bitte was? Schau, ja, Stitch macht besser als vorher, ja? Ja, sieht toll aus. Danke. Lass uns diese Schilder rund um die friedliche Wiese aufstellen. Das sollte Donald zeigen, dass du ihn respektieren kannst. Sorry. Ach, du hast nur Tschüss. Ach nee, Blub Nana, du bist raus. Oh, Entschuldigung, Spyro, es tut mir wahnsinnig. Blub Nana, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Entschuldigung. Du müsst jetzt DBD spielen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich wünsche dir viel Erfolg bei DBD. Egal, ob du Überlebender oder Killer bist. So, jetzt muss ich hier schöne Sachen aufstellen. Das Spiel ist vorbei. Mal schauen, wer gewonnen hat. Oh, dein Spiel ist vorbei. By the way, Gobby und Vroni, die Applause bekommt man, indem man gleich ganz viel A spammt. Also schön A spammt. Dann kriegt ihr ganz viel Applause. Tut mir wahnsinnig leid, aber die Donald-Schilder, die muss ich jetzt nicht unbedingt überall total sichtbar aufstellen, ne? Ich werde die ein bisschen an der Seite platzieren, weil so 100% überall vertreten, so hübsch sind sie dann auch nicht. Das ist wie mit diesen komischen Werbungsschildern für Donald Duck. Dagobert Duck. Die waren auch nicht so hübsch. Ich bin letzter, cool. Ja, aber Hauptsache, du kriegst Applaus. Applaus. Wer gewonnen hat. Applaus, Gobby. Ja, Gobby hat. Ja, natürlich. Der cheatet ja auch. Und jetzt muss mal A spammen. Spammt A, Leute. Also gleich, wenn der Tod es sagt. Okay, hier hinten. Hinter dem Wohnwagen von Dings, von Bas mache ich jetzt eins. Sorry. Applaus! Ja, 1,16, nicht 1,87, aber 1,76. Applaus. Zum ersten Mal haben Gobby und Vroni Applaus bekommen. Glückwunsch. Tobi, wenn du mal DBD spielen willst, sag Bescheid. Ryan, selbstverständlich, ich melde mich gerne bei dir, wenn du mal auch mal Bock auf DBD hast oder beziehungsweise wenn ich mal Lilo, melde ich mich gerne bei dir, weil ich ja weiß, dass du es damals auch, ich weiß nicht, ob du es jetzt immer noch viel spielst, aber ich weiß, dass du es viel gespielt hast. Sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich habe Angst, also ich habe wirklich Angst vor der Community, weil da mittlerweile echt versucht irgendwie nur Pro-Gamer irgendwie so gefühlt da sind und da habe ich wirklich ein bisschen Schiss. So, dann wechseln wir gleich das Spiel, ne? Ja, Glückwunsch, Gobby. Verdient das. Herzlichen Glückwunsch, nicht? Gobby. Du kannst übrigens auch gleich in Talk, Gobby, kommen, wenn du weiterhin mitspielen möchtest. Wir haben Schilder repariert und wieder aufgestellt. Ist Stitch Bösometer jetzt niedrig? Och man, das ist so süß, wenn er sagt, ob sein Bösometer hoch oder niedrig ist. Noch nicht, du musst dich noch bei Donald entschuldigen. Ja, und das lässt dein Bösometer ganz, ganz schnell sinken. Willst du, dass Stitch sich entschuldigt? Stitch, sehr schlechter Entschuldiger. Oh, das erinnert mich an Toda mit seinem Witzer. Das macht nichts. Wenn es ernst gemeint ist, ist es ganz leicht, sich zu entschuldigen. Das Wichtigste ist, dass es von Herzen kommt. Oh, der ist so süß. Okay, Taka, wir finden Donald und ich mich entschuldigen. So. Hör zu, wie sich Stitch bei Donald entschuldigt. Okay, warte, das muss ich ja kurz noch anhören. Der rennt aber echt schnell. Die sind ja wenigstens gleich direkt da. Das heißt, es geht nicht so lang. Guten Appetit, Roni, und gespielt. Nicht du schon wieder. Was für einen Streich willst du mir dieses Mal spielen? Kein Streich, nur Entschuldigung sagen. Entschuldigung? Ja, das kann man auch sagen, Donald. Das solltest du dir auch mal mehr lernen, weißt du? Du solltest dich mal bei den Leuten entschuldigen, die du die ganze Zeit mit deinen komischen Aggressionen genervt hast. Jetzt bin ich mir sicher, dass du mir einen Streich spielst. Bin ich so klar, um darauf einzufallen. Nein, nein, kein Streich. Coffee hilft Stitch, Schilder zu reparieren und sich zu entschuldigen. Oh, der ist so süß. Es tut mir leid. Von Stitch Herzenstiefe. Genau wie Toffi sagt. Och Gott, der ist so süß. Nun, wenn das wirklich kein Streich ist, dann, ach, ich schätze, ich verzeih dir. Fürs Erste. Aber ich werde es im Auge behalten. Also solltest du lieber aufpassen. Oh, er ist so süß. Stitch ist so süß. Wie kann man den nicht lieb haben? Der ist so niedlich. Donald mag Entschuldigung von Stitch, oder?
Ja, das ist gut. Das hast du echt toll gemacht, wirklich. Halte Stand auf Bösometer positiv. Versprochen. Spiele Donald nur manchmal Streich. Ich bin so süß. Oh, super. Sven, hey, hallo Toffi, ich hab da mal eine Frage. Ich habe von Anfang an so eine komisch blaue Schildkröte an der Backe. Weißt du, was es mit der auf sich hat? Kann sie nicht füttern, nur streicheln. Ja, das ist ein Begleiter. Das kann ich dir zeigen, wenn du hier auf Garderobe gehst. Also du gehst auf hier auf dein Inventar. Dann gehst du hier auf Garderobe. Und dann siehst du hier Begleiter. Und das ist die Schildkröte, wahrscheinlich diese himmlische Meeresschildkröte. Diese ist einfach nur ein Begleiter. Der läuft einfach nur hinter dir her. Und die kannst du streicheln. Es ist einfach nur so eine kleine süße Nebensächlichkeit in dem Spiel. Du musst es nicht nutzen. Du könntest es, glaube ich, sogar abwählen. Ja, du könntest auch den Begleiter abwählen, sehe ich gerade. Ich nehme jetzt auch mal wieder Pua. Dann machen wir wieder was Neues als Begleiter. Also du musst sie nicht hinten dran laufen lassen, aber sie erfüllen auch keinen Zweck. Sie sind einfach nur süße kleine Begleiter. Mehr ist das gar nicht. Süßometer ziemlich hoch. Ich bekomme den bald als Kuscheltier. Das ist so. Also ich finde Stitch auch total niedlich. Ich finde den auch süß. Guck mal, wie ich jetzt aussehe, Leute. Das seht ihr, habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Guck mal. Ich sehe aus wie der absolute Nerd. In der Schule, oder? Ich muss übrigens wieder nach links. Ganz ehrlich? Ich glaube, mich würde man doch verprügeln. Wie in Real Life. Ja, da verprügelt man mich auch regelmäßig. Guck mal meine Stiefel an. Also ich muss ganz ehrlich, ich finde mich definitiv, ja, das hat eigentlich keine Worte verdient. es ist, wie es ist, sagen wir es mal so. Ich brauche noch Stoff, viermal, und dann hammert. Vorgesorgt. Ich habe wieder vorbereitet, Leute. Wir werden wieder einige Aufgaben machen können. Deswegen konnte ich jetzt auch Dreamlight Valley spielen. Wenn ich jetzt nicht vorbereitet gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Hätte ich es nicht zur Auswahl gestellt. Aber tatsächlich, ich hatte heute sogar überlegt, ob ich Dreamlight Valley spielen sollte. Jetzt haben wir uns dann natürlich als erstes dazu entschieden, also ich habe mich dazu entschieden, einen Second Chance Stream zu machen. Damit wir, wo ist eigentlich Stitch? Wo ist Stitch? Ach, da. Damit wir halt eben auch mal wieder Baby Dragon, weil es schon das ein oder andere Mal gefragt wurde. Aber ich hatte echt eventuell überlegt gehabt, so von vornherein zu Dreamlight Valley zu gehen. Hallo. Hallo. Wir haben immerhin einen ganzen Babydrachen aufgezogen, Jana. Jetzt tu mal nicht so, ne? Was hast denn du heute vor, außer Schokokekse fressen? Stitch will schwürfen, kann man denn nicht, aber nicht schwimmen. Ja, dann lass das lieber, ne? Gut, ich skippe das jetzt mal. Dankeschön. Dankeschön, alles so süß. Lass uns abhängen. Ich habe was ganz Tolles mit dir vor. Wir gehen jetzt Sachen bewässern. Darfst auch drauf pinkeln, wenn du willst. Weißt du, ich hätte ja heute, Jana, ich hätte heute auch die von vornherein Disney Dreamlight Valley spielen können. Und dann hättet ihr nichts von Baby Dragon gesehen. Wäre dir das lieber gewesen? Hä? Meine Liebe? Ach, Jana. Was ist mit den Commands? Och Mann, jetzt hört doch mal auf, mich immer fertig zu machen. Ich mach gleich aus hier. Wozu haben wir denn die Situation, dass ich mich an die Commands nicht halte? Nur damit ihr jeden Tag fragen könnt, wo ich streame. Seht es doch mal so, ihr hättet nichts zu motzen, wenn ihr mich nicht hättet. So haben wir immer Gesprächsbedarf. Wenn uns mal die Themen ausgehen, könnt ihr immer motzen. Hä, Toffi, wo ist das? Wo das? Wo bleibt das? Ist doch schon mal was. So, jetzt müssen wir, ah ne, da oben noch was. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja auch noch zu Erik, aber natürlich müssen wir uns auch um die alltäglichen Sachen kümmern. Siehst du, ja, Ryan hat es verstanden, einfach nicht nachfragen.
Toffi ist bockig, wie so ein kleines Kind. Je öfter man fragt, umso weniger mache ich's. Ups. Ich habe ein Stück vergessen. Viel zu nett von dir. Ja, ihr seid fantastisch nett. Ja, ja, genau. Das, was ich wieder geben muss heute. Ich wollte eigentlich einen gediegenen, chilligen Stream machen und jetzt kommt wieder sowas. Traurig, Leute, traurig. Das ist einfach traurig. Celine, hallo! Da wären wir wieder bei den 3 Jahren. Was für 3 Jahre? Ach, weil ich 3 Jahre alt bin? Achso, Entschuldigung. So, jetzt reden wir mit Erik. Komm, wir lassen das Thema jetzt, ne? Wir reden mit Erik. Kleiner Panda, danke, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Abend. Tschüss. Das ist unglaublich, Toffi. Du hast alles gefunden, was ich brauche. Ich werde den Tauchanzug zusammenbauen und zu meiner ersten Expedition aufbrechen. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Der Bildfehler. Nun, mein Tauchgang war ein großer Erfolg. Ich habe alle möglichen seltsamen, mystischen Dinge auf dem Meeresboden bei diesen Ruinen gefunden. Falls du daran interessiert bist, die Pläne dafür befinden sich bei mir zu Hause. Vielleicht kannst du ein paar davon verwenden, um Dinge für das Tal zu bauen. Klingt großartig. Und hey, jetzt wo ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, werde ich diesen Taucherhelm nicht mehr brauchen. Ich würde ihn dir gerne geben. Oh, mein Nerd-Outfit wird gleich um einen Taucherhelm erweitert. Ein Taucherhelm, er ist so nützlich. Aber sei vorsichtig. Thompson, hallo und Schatzi for you. Hallöchen, auch an dich. Auf der Suche, die Suche auf dem Meeresgrund solltest du lieber auf uns Profis überlassen, okay? Ja, also Luft anhalten kann ich auch. Oh, und Ariel und ich wollten auch, dass du das hier bekommst. Wir können dir nie genug danken, Toffi, aber vielleicht gibt dir dieses Geschenk von uns eine Vorstellung davon, wie viel du uns bedeutest. So ein Schiff. Wow. Mal eben so. Boah, klar. Mal eben so ein Schiff. Jetzt muss ich erstmal den Helm aufsetzen, Alter, das muss sein. Wo ist er? Hamsterfan, ich bin eingeschlafen. War das Drachencamp noch immer noch enttäuscht? Hä? Okay, dass du eingeschlafen bist, das sagt ja schon viel aus über das Drachenspiel, oder? Es ist nicht enttäuschend, es ist halt chillig, das schon. Es war nur enttäuschend, dass ich halt eben, dass ich halt wirklich den Drachen weggeben musste. Das war halt das Enttäuschende daran. Guck mal, stelle den Gegenstand Deckenburg her. Das können wir machen, ne? Das machen wir mal. So helmig, wie ich unterwegs bin. Wie geht's euch Mods und dir, Toffi? Also den Mods geht's bestimmt super. Den geht's zu gut. Die motzen mich schon wieder die ganze Zeit voll. Da ist der Name Programm. Das sind Mods. Weil die immer nur motzen, weißt du? Oh, die Deckenpuppe. Was fehlt mir dafür? 4 Stoff und 5 Glas. Okay, ich versuch mal. Oh, die Decken. Ich würde so gern privat mal wieder eine Deckenburg machen. Also so eine richtige, die über die ganze Wohnung geht. Alter, oh. Wer würde das nicht gerne mal machen? So, 4 Stoff, 5 Glas waren das. Nicht, das Spiel war langweilig, war nur so K.O. War ein langer Tag. Verstehe ich. Habe ich auch so Situationen. Ich bin vorhin tatsächlich mal ganz kurz eingenickt auf dem Sofa, als der Kleine gespielt hat, weil ich einfach so fertig war von heute. Eigentlich müsste ich auch mal wieder ausschlafen, aber der Kleine lässt mich meistens nicht. Jetzt eine Deckenburg bauen. Oh, also eine richtige, mit überall Kissen und so. Oh, guck mal, wie das aussieht. Aber eine, die über die ganze Bude geht. Das werde ich so abfeiern. Ich weiß nicht, ob es gefixt wurde, aber steh nicht im Haus auf. Okay, gut, danke für den Hinweis. Mache ich gleich mal nicht. Und Plumpsklo! Leute, der Wald muft jetzt bald nicht mehr. Wir können unser Plumpsklo endlich im Wald aufstellen. Dann stinkt's nicht mehr. Alter, geil.
Du hast immer noch Quests, Sophie. Ich bin schon seit ein paar Wochen lost, was ich mit Disney noch machen soll. Ja, tatsächlich, bei mir ist es immer so. Ich muss das jetzt mal ganz kurz herstellen, es geht nicht anders. Ich habe das jetzt erst gesehen, wirklich. Ich guck das doch alles nicht an, Leute. Ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber Leute, wisst ihr was? Ach komm, nein, wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich richtig, Leute. So. Ihr wollt wissen, warum der Swimmingpool so wichtig ist? Ja, wenn das Plumpsklo mal verstopft ist. Wenn das Plumpsklo mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Dann gehst du einfach mal ganz kurz in den Pool rein und lässt laufen. Ja, wenn du groß musst, dafür gibt's Filter. Ne? Gut, dann tauschen wir das jetzt nämlich aus. Und die Deckenburg sollen wir die... Deckenburg vielleicht irgendwo direkt neben dem Plumpsklo packen? Neben das Plumpsklo packen. So war das, ne? Pool war teuer. Ja. Ist egal. Ich habe gut gefarmt. Ich bin so mutig. Bah, ich gehe wieder. Ja, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt. Ihr müsst auch den Tatsachen mal ins Auge sehen. Das sind Sachen, mit denen wir uns alle beschäftigen müssen. Also, Toilettengänge sind für uns alle wichtig. So. Wir hatten leider immer das Problem, dass hier Elsa, nee, nicht Elsa, hier, Anna und Christoph, die hatten halt leider immer sehr, sehr viel mit muffigem Geruch in der Bude zu tun. Deswegen sind die auch kaum zu Hause. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Wir wollen denen die Möglichkeit geben, hier vernünftig in Ruhe zu leben. Oh, warte. So. Ohne, dass sie irgendwie Angst haben müssen, dass es da stinkt. Deswegen geben wir ihnen jetzt ein Plumpsklo. Ach, das große Geschäft nimmst du als Dünger für dein Feld. Kann man auch machen. Ich sag mal so, wenn es im Pool landet, kannst du es ja auch, also, ne? Kannst es ja dann rein theoretisch auch, verdünnen. Ne? Damit es länger hält. So, wo ist das Plumpsklo? Ich habe viel zu viel Zeug, Leute. Ich finde mein Klo nicht, weil ich zu viel Zeug habe. Da unten ist es. Guck mal, ich kann es in den Stein setzen. Nee, der Stein verschwindet dann einfach, ne? Okay, warte, dann müssen wir es hier... Wir wollten es hier hin machen, ne? Machen wir das Plumpsklo hier hin? So. Gut. Und den Pool, den machen wir hier hin. Direkt daneben, oder? Oder hier? Warte mal, ich muss ein bisschen weiter weggehen. Oh, ich sehe wegen den ganzen Bäumen nichts, ne? So vielleicht? So, okay, alles klar. Guck mal hier. Machst du hier das Geschäft? Wenn du merkst, oh shit, das ist verstopft. Einfach hier reinspringen, weißt du? Oder auch anders. Weißt du, wie praktisch diese Situation ist? Das Toilettenpapier ist aus. Corona hält mal wieder Einzug. Alle Leute denken sich so, scheiße, wenn Corona da ist, muss ich natürlich wieder Klopapier horten. Ist logisch. Ist ja die logischste Art und Weise, haben wir alle gelernt in 2020. Klopapier horten muss sein. Und dann hast du kein Klopapier mehr. Was machst du? Springst du einfach in den Pool und machst du so sauber. Ist die einfachste Art und Weise. Gehst du einfach von hier darüber. Ich finde das total praktisch. Und da braucht man sich auch nicht schämen, über dieses Thema zu sprechen. Das gehört zum alltäglichen Leben dazu. Jeder von uns muss sein großes Geschäft machen. Das gehört dazu. Da muss man auch drüber sprechen. Die armen Leute auf YouTube. Hä, wieso? Wieso die armen Leute auf YouTube? Was haben die? Sind die viel schlimmer dran, als ihr, die live jetzt dabei seid? So, okay, die Deckenburg. Guck mal. Sollen wir die hier hinten hinpacken? Ja, ich will die da hinpacken. Warte mal, hier. Oh, die sieht eigentlich schon cool aus, ne? Ich finde die mega cute. Oh, da wäre ich gern privat drin. Oh, guck mal! Und ich mit meinem Taucheranzug. Beziehungsweise... Stitch frisst Bass. Stitch hat Bass gefressen.
Gut, wir haben einen Charakter weniger. Gut. Gut, Bass haben wir ja eh schon gelevelt bis zum geht nicht mehr. Aufgaben haben wir auch alle erledigt. Auch die ganzen Belohnungen habe ich gekriegt. Guten Appetit wünsche ich dir, Stitch. Guck mal, wie das aussieht. Guck mal. Ist ihn wenigstens ganz auf. Weißt du, wenn du ein paar Arme übrig lässt, das sieht nicht aus. Alter, okay, das müssen sie langsam auch mal ein bisschen fixen, ne? Das mit den Charakteren. Das sieht mega gruselig aus. Okay, er hat wieder ausgespuckt. Das ist sehr nett von dir. Triff Woody im Karussell, alles gleich, geh hoch.